In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich schon fertig gemacht. Also, ich habe noch meine Schlafsachen an. Ich bin nämlich dann ein bisschen eingeschlafen. Neben Nina. Ich habe auch Brötchen gebacken gerade. Wenn Aura dann aufsteht, soll er was frühstücken. Wir haben 11 Uhr, ich soll ihn jetzt eigentlich wecken. Aber wir müssen vorher aufschauen, ne Schatz? Ja, ich freue mich schon aufs Einkaufen. Nina, was ist das? Sollen wir das mitnehmen zu Anna, ne? Ja? Nein. Tam, Anna, ne, ich schätze, du bist ein Tamam. Okay, aber wir aufräumen, ne? Ja, kannst du bei Anna mal bauen. Nina ist momentan wirklich nur mit diesen Legos beschäftigt und baut die ganze Zeit ein Schwimmbad. Willst du bitte mehr auf den Sack? Ja, bitte. Genau, das ist sozusagen ihr Schwimmbad. Beachtet nicht meine fetten Beine. Und genau. Dann springt die Puppe sozusagen da rein. Ne, Linosch? Du hast hier Schokolade. Ist das Kakao? Nein. Doch, das ist Kakao. Nein. Ja, bauen wir das dir denn? Okay. Willst du das zeigen? Ja, ich räume dann so lange auf. Ich habe die. Ja, das ist ein Schwimmbad. Ab die. Ba. Die. Hast du meine hohen Schuhe rausgeholt, Lina? Da. Ja, Baba. Ja, aber ich spiele mit den Schuhen raus, Anja. Ah, nee, 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 nee. Wow. Ah. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt im Auto. Und fahren jetzt Richtung Mama. Lina lassen wir dort, weil Lina ist heute total zickig. Wir hätten sie sowieso nicht mitgenommen, weil das voll der Stress ist mit dem Umziehen und Anziehen. Und mir ist jetzt schon warm, ey. Die ist so aggressiv heute. Und wie sieht das aus? Ja, ich finde das sehr schön. Da in Doch, das sieht gut aus. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt wieder Richtung nach Hause, also zu meiner Mama. Wir waren jetzt 4-5 Stunden weg. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir kommen morgen nochmal. Also wir müssen nochmal zu Primark, weil ich brauche noch Flipflops und 2 Badeanzüge. Oder braucht einen Badeanzug. Ja, wir haben gerade getankt. Hast du die anderen 2 eigentlich aufgemacht? Aha. Auf tanken. Ich dachte tanken, Mann. Baby to go, 10-fach. Ist aber auch gut. Und die anderen 2, was ist das? Auch. Alles Baby to go. Naja, sonst für die Nähe. Der Typ hat mir letztens gesagt, der meinte, das ist nur für Einkaufen. Warum gibt er da so viele? Nein. 3-fach Punkte auf tanken. Guck mal, hast du das jetzt gemacht? Jetzt abgegeben. Der Spaß, wie er hat. Der hat mir was anderes gesagt. Hier auch. 3-fach Punkte auf tanken. Egal. Dann lass mir da nichts anderes verschaffen. Hallo, hallo, hallo. Ich kann euch schon mal einen Teil zeigen, was wir gekauft haben. Ups. Warum willst du im Auto zeigen? Warte doch, bis wir zu Hause sind. Wir haben auf jeden Fall schöne Sachen gekauft. Aber morgen müssen wir nochmal einkaufen. Ja, weil Hakan angerufen hat, wo wir denn bleiben. Tja, deswegen... Mensch, 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 die können nicht mal 2 Stunden auf meine Tochter aufpassen. So schlimm ist die auch nicht. Die war am Lachen, als ich angerufen habe. Ja. Das heißt, sie hatte Spaß. Naja, jetzt verbringen wir den restlichen Tag mit Lina zusammen.
Sollen wir am besten in die Arkaden fahren? Oh, ihr habt naja. Spaß. Und was? Das arme Kind. Aber der wollte, was, arme Kind? Aber der wollte eigentlich mit Lina heute einkaufen gehen. Also ich glaube, wir haben mit Lina gefahren. Aber weil sie gestern Scheiße gebaut hat, deswegen habe ich die heute nicht mitgenommen. Sie ist manchmal sehr, sehr frisch. Und das gefällt uns nicht. Auf jeden Fall kommt ihr morgen mit in die Stadt. Komisch, immer wenn du dabei bist, Klima stinkt so nach Scheiße, weißt du, ne? Das ist nicht Scheiße, das riecht einfach nur nach Pisse, wenn man Bier getrunken nach hat. Kuhkacke. So, ihr Lieben, wir waren jetzt gerade in den Arkaden, wie man gesehen hat. Lina hat ein bisschen gespielt. Dann waren wir, glaube ich, 1,5 Stunden am Spazieren. Ich habe mir da noch 2 kurze Shorts gekauft. Für Lina 2 Strumpfhosen und so eine Seifenblasenpistole. Und dann war währenddessen beim Friseur. Und jetzt fahren wir nach Hause. Ne, Schatz? Wir sind seit gestern unterwegs. Normal. Na, Lina? Wir haben aber das meist hinter uns jetzt, ne? Also wir haben fast alles gekauft. Und fast. Heute packen wir dann einen Teil. Das, was wir eh nicht benutzen werden. Geld haben wir auch schon mal gewechselt. Ich wusste gar nicht, dass man hier in Deutschland Gebühren zahlen muss. In der Türkei muss man das nicht machen, ne? Nee. Da gehst du einfach zur Bank und dann wechseln die das. Für eine Euro 10 Cent, 20 Cent bezahlt. Krass, ne? Also wir haben 10 Euro bezahlt insgesamt. Ja. Also 1 Euro sind momentan 5 Taler. Ich bin mal gespannt, wie die Preise in Antalya sind, aber da wir direkt in der Stadt sind, also so wie zum Beispiel in Köln am Neumarkt, denke ich nicht, dass die Leute uns verarschen können. Oh doch. Ja, weißt du, in welchen Läden? In kleinen Läden, aber nicht in Läden wie bei Zara, H&M und so. Kennen die nicht. Ja, oder ich spreche dieses kaputte Türkisch, also dieses Dorftürkisch. Dann verkaufen die uns alles für billiger. Yes. Ja, wir sind jetzt froh, dass wir nach Hause... meine Füße tun langsam weh, deine auch? Ja, natürlich. Und ich habe das Gefühl, mein Bauch ist heute voll gewachsen. Du auch? Ich habe das Gefühl gehabt, die haben mich beim Friseur die ganze Zeit angeguckt, also mein Bauch. Genau. Lina ist jetzt auch gut drauf. Die hat auch keinen Mittagsschlaf gemacht, ne? Ich denke mal, um 9 Uhr schläft die. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Dann gleich 19.30 Uhr. Sehr gut. Ich zeige euch gleich auf jeden Fall alles, was wir gekauft haben. Und hier zu Hause haben wir ehrlich gesagt nicht viel gekauft, weil lohnt sich nicht mehr für weniger als 2 Wochen.
Übrigens fragen uns voll viele, ob wir... mich hat letztens jemand gefragt, ob wir die Schlüssel meiner Mutter geben oder so. Wegen dem Briefkasten. Ja, ich weiß auch nicht, wie man da drauf kommt. Aber ein Freund von uns schläft bei uns in der Zeit, wo wir nicht da sind. Schatz, soll ich deine Sachen auch zeigen? Was? Soll ich deine Sachen auch zeigen, ja, ne? Ich glaube, Scheiße, das ist die falsche. Nein, ist richtig. Aber du hast, Scheiße, du hast das falsch gemacht. Guck mal. Du hast eins vergessen dran zu machen. Nein. Egal, wenn wir das ziehen, sieht man das nicht. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich zeige euch mal ganz kurz, was wir gekauft haben. Und zwar habe ich das, was wir bei Zara gekauft haben für Audash. Und zwar immer dieses T-Shirt für 9,95. Das ist ein ganz schlichtes schwarzes T-Shirt. Dann das, das sieht aber sehr, sehr schön aus angezogen. Das hat auch nur 5,95 gekostet. Das ist jetzt zerknittert. Und mal das, hat ein V-Ausschnitt. Dann einmal dieses T-Shirt hat gekostet 19,95. Mal das. Upsa. Dann zwei Hosen 38, einmal die hier. Kannst eigentlich die Etiketts auch machen, ne? So, und einmal diese Hose in Schwarz. Selina eine Badehose gekauft nochmal, also ein Badeanzug für 3 Euro nur. Das Größe 4 bis 5. Ich hoffe, das passt ihr. Lina, gelbe? Meinst du, passt dir das? Ja, man weiß ja nur, weil ihr dicker Bauch. Dann einmal das hier, das hat auch nur 4,50 Euro gekostet. So ein Einteiler für den Urlaub. Und von dem Papa hat sie das. Einfach so eine Mütze. So, dann geht's gleich auf den Moment. Dann haben wir das für meine Mama gekauft, also das Halkans Muttertagsgeschenk für die Wohnung in der Türkei. So, dann geht's weiter mit. Achso, hier ist auch noch von Primark. Habe ich für Lina 2 Badebomben mitgenommen. Die waren reduziert von 3 Euro auf 1 Euro. Das ist jetzt von Frozen Elsa. Zweimal. Schatz, esst du das noch oder soll ich das wegschmeißen? Was denn? Von KFC das. Wegschmeißen? So, dann habe ich einmal dieses Kleid hier geholt. Das hat gekostet 19,99. Das ist jetzt 36. Fällt aber auch groß aus. Bei H&M. Dann einmal diese kurze Hose für 9,99. 38. Und dieses Kleid auch für 9,99. Dann haben wir für auch noch so eine Ledertasche gekauft in so einem Laden. Das riecht auch total nach Leder auf. Das brauchen wir nicht für die Reise in die Türkei. Dann habe ich für mich für 13,90 diese Schleppen mitgenommen bei Deichmann, die waren reduziert. Dann haben wir mitgenommen bei DM einmal das hier für die Türkei. Was schmeißen wir denn da auch wieder weg? Dann einmal diese Gefrierbeutel für den Flugzeug, damit die Shampoos nicht aufplatzen bei dem Luftdruck. Für auch dann ein Deo. Linas Shampoo. Leute, wenn ihr Schuppen habt, ne, dann kann ich euch das total empfehlen. Das ist so gut. Ich habe eiskalt keine Schuppen mehr. Head & Shoulders hat bei mir nichts gebracht.
Dann habe ich so ein Bananapowder geholt von Essence. Für Lina Zahnbürsten. Sie krabbert die ja ab. Dann mein allerliebstes Concealer von Catrice Camouflage. Das ist jetzt die Nummer 7. Ein Duo. Und Ohrstäbchen. Das war's auch. Und vielleicht zeige ich euch den Einkauf. Das mache ich gleich. Okay. So, ich zeige jetzt. Ich habe zwei. Achso, Schatz, diese Hosen habe ich gekauft. Für 6 Euro. Ist schön, oder? Einmal die hier. Bei dieser Hose sind da unten. Sieht man nicht. Nein, nein. Doch, beim Anziehen, glaub mir, das. Ich habe die anprobiert. Ich ziehe die gleich nochmal an. Also, eine gute kurze Hose. Dann. Für Lena diese Socken. Wir sind übrigens schon am Packen. So, jetzt beim Türken haben wir geholt weiße Bohnen. Hast du dir. Oh, ich habe zwei Mal das gleiche geholt. Multivitaminsaft. Dann momentan auch das Lieblings-Eistee. Eiszitrone Limette. Da hat er, glaube ich, 2 Stück geholt. Dann Yum Yum. Noch mehr Humium. Dann einmal Hummus. Paprika für Lina. Kichererbsen. Eine Gurke. Tomaten. Einmal Gouda für Lina. Ich habe echt nicht viel gekauft, also wir, weil wir uns nicht sicher waren, ob wir das alles essen. Dann haben wir hier noch Wurst, Mehl. Ich wollte die Tage Lahmacun machen, türkische Pizza, wenn ich das schaffe. Dann haben wir, Lina hat sich das hier ausgesucht, einen Granatapfel und noch eine Gurke. So. Dann habe ich das hier für Lina gekauft. Das ist so cool, Leute. Das habe ich bei Ernstings Family gekauft für 5 Euro. Das muss man so. Das muss man so, ne? Da muss man die ganze Zeit drücken und dann kommt das Seifenblasen raus. Und das ist ohne, da braucht man keine Batterien für. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil sonst geht das direkt kaputt. So, ich räume das kurz auf. Und dann zeige ich euch den zweiten Teil. Lina, guck mal! Von Barbie! Guck mal! Gelatschi meiner! Ihr Lieben, Lina und Papa haben jetzt geduscht. Wir haben ein bisschen Hunger bekommen. Wir machen jetzt gleich Yum Yum. Lina darf auch mit uns essen. Und danach geht sie aufs Schlafen. Ich habe übrigens die neue Hose anprobiert. Wow, der meinte, die sieht nicht schön aus. Aber nein, das sieht sehr, sehr schön aus. Das sieht halt so komisch aus, weil das so hängt, ne? In der Mitte. Ich brauche nur noch. Ich habe mir eine Liste geschrieben. Ich kann euch mal zeigen und sagen, was wir noch kaufen müssen. Also, ich habe 2 Rasierer eingepackt. Ich denke mal, das reicht für 6 Tage. Also, wir brauchen Feuchttücher. Rasierer brauche ich ja auch so. Badeanzüge brauchen wir. Flipflops. So ein Strandkleid. Eine Mütze brauche ich. Also, einen Sonnenhut sozusagen. Unterhosen für Audet, Strumpfhosen für mich und ein Fieberthermometer, weil ich finde unseres gar nicht. Ich glaube, der ist bei meiner Mama. Aber die kosten ja auch nicht voll teuer. Die kosten bei der Apotheke, glaube ich, 2,50. Der eine Koffer ist total überfüllt. Und ich habe eigentlich auch meine Sachen eingepackt. Linas Sachen sind komplett eingepackt und hier sind unsere Medikamente. Also wenn ihr Lust auf ein was in meinem Koffer-Video habt, also ich würde das jetzt nicht extra drehen, ne? Wie beim ersten Mal. Ich würde eher das mit so in einem Vlog einbauen. Also ich würde jetzt nicht näher drauf eingehen, sondern schnell. Genau, jetzt gehe ich mal zu meinem Mann rein. Der macht nämlich Yum Yum. So ihr Lieben, der Vlog wird hiermit beendet.
Wir chillen jetzt noch ein bisschen, Nina schläft und ich bearbeite jetzt ein paar Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.